Das ist das Gerber Bear Grylls Mini-Beil. Was das Teil kann, schauen wir uns an. Hallo, willkommen, das ist der René Rosso vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Bear Grylls Mini-Beil. Ja, da gibt es ja einige Kollegen jetzt schon, die mich schon seit Monaten quälen und fragen, oh, mach doch ein Review dazu, was hältst du von dem Teil? Heute mache ich das ganz einfach. Das Ding habe ich 2018 im Jänner, gekauft. Ich bin mir da immer unsicher. Ich verwechsel da immer wieder die Monate. Nein, es war im Jänner 2018 und habe das jetzt immer wieder mal ein bisschen im Einsatz gehabt. Also das war nicht im Hardcore-Einsatz, aber warum habe ich es mal gekauft? Weil ein Kollege von mir, der Matthias, auch Survival-Trainer, der auch bei mir mitmacht und mithilft immer wieder mal, der hat sich das Teil gekauft und ich habe es bei ihm ausprobiert und habe gedacht, ja, das ist wirklich ein nettes Teil. Link zu dem Produkt findest du unten. Ich habe es zu einem Zeitpunkt gekauft, wo es in Aktion war. Und ja, ich weiß nicht, wo der Preis aktuell liegt. Aber wenn du an die 30 Euro kommst, dann ist meiner Meinung nach der Preis gerechtfertigt. Wenn dann der Preis wieder steigt und manche Händler auf Amazon verlangen 50 Euro, dann finde ich, ist er das nicht. Aber das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Wie du siehst, ist dieses Beil, so, siehst du jetzt nicht, aber gleich siehst du es wieder, genau. Dieses Beil, das ist, hat keine Spaltwirkung. Das ist rein zum Abarbeiten, zum Reinhauen in Holz. Spaltwirkung leider nicht. Da habe ich auch einmal ein Video dazu gemacht. Der Link geht wieder da oben, wo ich dieses Teil hier mit Grenzforce oder anderen Spalt-Mini-Beilen verglichen habe. Der Hammer ist da, aber halt nur sehr bedingt einsetzbar. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel hier im Waldboden für ein Tarp oder ein Zelt einen Hering, einen Haring reinhauen willst, ne? Ja, dann gibt es ganz einfach ein bisschen Probleme. Du kannst dann mit dieser Fläche draufschlagen, das geht dann wieder ganz gut. Hat auch dementsprechendes Gewicht, ist sehr kopflastig, ist wirklich auch gut ausbalanciert, aber man zahlt halt auch den Bear Grylls dabei. Der Griff ist sehr angenehm, man kann es auch weiter vorne nehmen, kann auch, es ist ab Werk, bei mir zumindest sehr scharf gewesen und man kann es auch gut nachschärfen. Also man kann auch kleine Schnitzarbeiten damit machen, wenn man das will, aber muss nicht unbedingt sein. Das Metall, sozusagen der Stahl, der Axtbeilstahl geht hier innen durch, der ist sicherlich nicht voll, davon kann man ausgehen, wenn du dir hier hinten diese kleine Ausnehmung anschaust. Ich habe es nicht getestet, ich gehe mal davon aus, also es ist nicht fix, aber ich gehe mal davon aus und liegt gut in der Hand, lässt sich gut damit arbeiten. Also ich finde es insgesamt ein gelungenes Teil, wirklich ein gelungenes Teil. Aber bevor ich jetzt mein Fazit spreche, wollen wir noch ein bisschen hacken. Ja, das hier ist ein alter Fichtenast und das Teil hat wirklich viel Biss. Biss meine ich, es dringt tief in das Holz ein. Das ist kein weiches Holz, ja. Mein Gott, das bricht natürlich jetzt ab, ja. Aber das ist ein Bandsatzholz, wie man in Österreich sagt. Also Holz, das auch wirklich hart ist. Das ist, da sind ein paar morsche Teile dabei, das ist schon klar. Aber das hier, das ist richtig schön hart. Und das ist der Vorteil von diesem Beil. Es dringt extrem tief in das Holz ein. Du kannst auch damit hebeln, ja, bis zu einem gewissen Grad. Das geht alles ganz gut und für das ist es auch gemacht. Und wie gesagt, ich war von der Eindringtiefe von diesem Teil so begeistert, dass ich es mal besorgt habe. Ja, das war die kleine Vorstellung und mein kleines Fazit dazu. Ich weiß, ich habe gerade vorher keine Schuhe angehabt. Wenn du mir deswegen böse bist, schreib mir bitte einen Kommentar. Ja, das ist ganz einfach so. Ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du genau so etwas suchst. Gut verarbeitet, Preis-Leistungs-Verhältnis musst du schauen, ob es für dich passt und ob du es in Aktion kriegst. Das gibt es immer wieder, dann ist es nett. Da auch die Möglichkeit, das am Gürtel oder so anzumachen. Leider nicht Molle-kompatibel, muss ich leider enttäuschen, aber sonst ganz gut gemacht. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, was du von dem Teil hältst. Gib da unten den Link zum Produkt. Mag dir um einen Daumen nach oben oder unten bitten. Ja, das war's wieder. Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein René Rossmann. Bis bald. Ciao.